Also sich ehrenamtlich zu betätigen ist für mich auch ein Grund, weil es mir einfach gut geht. Ich bin auf der richtigen Seite des Lebens oder auf der guten Seite und es gibt eben Menschen, die das nicht sind und mit dieser Tätigkeit hier, mit der Zeit, die ich dafür aufwende, habe ich einfach die Möglichkeit, was zurückzugeben und auch durch, gerade durch diese Tätigkeit des Verkaufens von unseren vielen Sachen, kann man mit diesem Erlös den Menschen helfen, denen es nicht so gut geht. Und dafür opfere ich gern meine Zeit und was mir persönliche Bestätigung gibt, wir sind hier eine tolle Gruppe und in dieser Teamarbeit sowas zu erreichen, es gibt einem ein unheimlich gutes Gefühl. Ja. Und dass es dann auch noch jemand anders zugute kommt, der eben wie gesagt auf der anderen Seite des Lebens ist, das ist ein sehr gutes Gefühl. Ja, mein Name ist Wild Alfred, ich mache diese ehrenamtliche Tätigkeit beim THW seit ungefähr 20 Jahren. Und wir haben angefangen in der Könnachtalhalle und haben sich dann weitere Möglichkeiten aufgetan, um dann hier in diesen großen Räumen diese ganzen großen Sammlungen von Büchern und Antiquitäten und Schmuck und so weiter, dass wir hier mehrere Säle zur Verfügung hatten. In der Halle unten war halt nur eine Halle und da konnten wir halt nur auf einem Terrain das Ganze anbieten. Was bedeutet Ihnen das Ehrenamt? Das Ehrenamt bedeutet mir eine gewisse Zufriedenheit, dass man für andere oder für irgendwelche Organisationen was tun kann. Meine Ehrenämter sind auch noch weiter im Sport ausgedehnt. Für uns bedeutet der Flohmarkt auch Verantwortung. Uns geht es in Deutschland ja sehr, sehr gut und wir versuchen dann Geld zu sammeln für Menschen, denen es einfach nicht so gut geht. Es ist aber auch der Spaß im Vordergrund. Wir haben eine tolle Gruppe hier. Wir treffen uns zum Kinderfest, auch hier dann wieder zum Flohmarkt. Wir haben eine tolle Gruppe und Sonntagabend setzen wir uns dann immer zusammen, besprechen, wie der Tag war, ob es gut war, ob es schlecht war, vor allem wie viel Geld wir eingenommen haben. Und das ist jedes Jahr ein Wow-Effekt.